Andi, kennst du das Rezept für eine Lauchsuppe? Nicht? Lass mal zu Hause heißes Wasser in die Badewanne, dann legst dich rein. Fertig. Alle total fertig. Andi! Alle total fertig heute. Gestern Super Bowl geguckt. Ja, ich habe ja keine Ahnung vom Eishockey, nee, aber ich gönne den Bulls den Titel. Super Bowl. 364 Tage ist das in Deutschland ein Getränk, ne, wo man Früchte einlegt, so mit Kopfwehgarantie. Hey, wer Super Bowl guckt, der will eine Bundesliga auch Playoffs. Bundesliga Playoffs. Mit Halbzeitshow dann. Ne? Wer tritt denn da auf? Helene Fischer mit Rammstein featuring die Kastelruther Spatzen. Mit ihrem Titel Atemlos brennt die weiße Rose. Super Bowl ist was für Jogi Löw, ey. Der hat auch immer eine Hand am Ei. Dicke, fette Männer sehen will, die sich gegenseitig umrennen, dann können wir die Scheiße auch angucken. Ne, Hermann, wenn du auf der Feier eingeladen bist, dann setze dich mit dem Stuhl direkt ans Buffet. Bist du mal schwanger, dann ist der Vater Nutella. Ja, und bei den Bayern ist das Motto, mir ist ein Vier. Im ersten Filmtitel würde es heißen, die Rache des Niklas Süle. Ja, was? So eine Leistung, die reicht bei Dortmund, ey. Da wirst du ja eh nur Zweiter. Stefan, was bist du denn für ein Sternzeichen? Fruchtwasserkollege, ne? Zwilling. Dann mach ich auch mal Leistung für zwei. Ich hab ja erst gedacht, als ich das Spiel geguckt hab, ne? Der Stromausfall im Stadion vor dem Spiel in Bochum hat sich direkt auf meinen Fernseher auf der Anzeigetafel übertragen. Bochum ist so geil, ey. Ich hab das so gefeiert, ey. Und die haben einen Vorteil gegenüber dem BVB. Die labern nicht und diskutieren nicht, sondern die kämpfen auf dem Platz. Da steht einfach eine Einheit und da wird gekämpft bis zum Wadenkrampf. Klar, bei dem Bochumer Coach gibt's in der Spielerkantine beim VfL auch nur Kraftfutter, ne? Es gibt Reis, Baby. Und der Coach, ne, der hat eine ganz klare Taktik, ne? Reis klumpt nicht, wenn du jedes einzelne Korn so kochst. Und so ist da auch die Taktik in Bochum. Gut, bei den Bayern hat auch der wichtigste Feldspieler gefehlt, Manuel Neuer. Ne? Dafür der Ulreich im Tor. Hieß auch mal zu Nullreich. Frag mal die HSV-Fans über den Ulreich. Ne? Immer wenn ein Rückpass kommt. Da war da ein Raunen im Stadion. Warte mal beim HSV. Ein Raunen im Stadion, wenn ein Rückpass kam, wie damals bei Richie Golds. Wo du gesagt hast, Richie, weg da vom Ball! Ne? Der Ulreich, ey. Puh. Patrick! Spring doch mal! Was ist denn dein Rekord im 100-Meter-Lauf? 34 Meter, ne? Und der Kimmich stichelt nach dem Spiel gegen BVB, sagt, zum Glück ist uns das nur in der Liga passiert. Kimmich, wo warst du beim 0-5-Debakel gegen Gladbach im DFB-Pokal? Wahrscheinlich noch in der Quarantäne, ne? Immer wenn die Bayern gegen BVB sticheln, ist das ein bisschen so, wie wenn du früher dem Jungen im Sportunterricht, der immer als Letzter gewählt wurde, ne? Der so ein Pflaster und Brille hier und, ne? Wenn du den in der Pause zum Süßigkeiten holen geschickt hast und er kam so mit 50 Tüten wieder, dann hast du ihm die Tüten abgenommen und hast die noch selbst auf dem Schulhof verkauft. Christian, wann machst du mal alkoholfreie Tage? 29., 30. und 31. Februar, ne? Ja, und Max Kruse macht seine erste Bude für den VfL Wolfsburg. Gegen Frankfurt per Elfmeter hat er für Union Berlin auch schon geschafft. Und der Urs Fischer hat richtig gesagt, Coach von Union Berlin, der hat gemeint, es ging dem Kruse hier um die Auswechslung. Bei, dass er nicht zufrieden war. Da sagt der Urs Fischer einen richtigen Satz. Die Bundesliga ist kein Streichelzoo. Die Kreisliga schon. Ne? Wir haben im Tor, haben wir Hermann! Haben wir so ein Hängebauchschwein. Wenn der Hermann in den 5-Meter-Raum kommt, da liegen da schon altes Gemüse, Brot von vor 2 Tagen. Irgendwann stelle ich in der Kabine nochmal einen Wildfutterautomat auf. Aber ich komme vom Thema ab hier. Viele sagen ja, die finden den Kruse so geil, weil er der einzige Spieler ist in der Bundesliga, der sagt, was er noch denkt. Ja, der Kruse glaubt aber auch, dass im Mittelalter viele Kinder gestorben sind, weil die Hüpfbogen noch aus Stein waren. Wenn du dem Kruse sagst, nenn mal 10 Tiere aus Afrika, sagt er 6 Elefanten und 4 Löwen. Ja, und das ist wie seine Einstellung, hat er im Prinzip recht. Hat er ja selbst gesagt hier im Interview, der braucht die Kohle noch, sonst kommt er da über die Jahre jetzt gar nicht mehr hin und so weiter und so fort, wenn er weiter so lebt. Wenn er sagt, man wäre ja nur einmal jung. Hier ist 33. Nur am Shisha rauchen und am Poker zocken. Indem seine Frau sich von dem irgendwann mal trennt und sagt, Max, ich verlass dich. Da sagt der Kruse, du blöffst doch. Stefan, pst, stell deine Ohren bitte nicht zum Valentinstag wieder 5 Liter Benzin im Kanister hin und sag, da habe ich 6 Monate drauf gespart. Oh, und bitte vergesst den Valentinstag nicht, ne? In der Bundesliga haben sich die Vereine schon umbenannt, ne? Bayern 04 Leverschmusen, Kräuter Flirt, ne? Und hier Herzgebirge Aue.
Boah. Ist das ekelhaft. Ach, und für einen Partner, ne? Tipp von mir. Da hilft immer ein Gedicht. Ne? So. Achtung. Die Rosen, die stechen. Die Veilchen, die stinken. Scheiß auf die Blumen, wir gehen einen trinken. Kevin! Boah, der ist so hohl, seine Freundin so zum Valentinstag. Reicht mir eine schöne Karte, schenkt der dir eine Visa-Card. Du stellst deine Eulen bitte nicht zum Valentinstag wieder ein 5-Liter-Kasten. Stell deine Eulen bitte nicht wieder 5 Liter. Bitte kein 5-Liter-Kanister-Benzin. Ist das richtig? Kanister-Benzin? Benzin? Kanister? Sag mal. Zum Glück. Wo warst du? Beim 0-5 DVB. Kennen Sie den DVB-Pokal? Entschuldigung. Was ist denn hier los? Immer beim Volleyball oder was? Wenn der Hermann in den 5-Meter-Raum kommt, da liegen da schon altes Gemüse und so Brot von vor 2 Tagen verwelktes. Nee, verwelkt war das nicht. Was ist denn hier los, ey? Like a candle in the wind. So. Ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße.